Ja, ich habe ja keinen Trikot, gar nichts. Also ich dachte ja, dass ich die Bergwertung hätte, aber das Das dachte ich auch. hast du. Dementsprechend ist das jetzt natürlich, jetzt muss ich hoffen, dass mir ein Team wieder die Arbeit abnimmt hier. Aber das sieht gut aus. Ja, die werden gleich wieder eingeholt. Das ist natürlich jetzt geil. Es gibt drei Sprintwertungen. Das heißt, es gibt 9 Sekunden unterwegs schon mal zu holen. Da kann man schon auch ein bisschen nach vorne klettern in der Gesamtwertung. Ja. Die Frage ist, was du mir gönnst und was nicht. Ja, das ist die Frage. Jetzt übernimmt das Project erstmal hier von Anfang an das Kommando. Alle sammeln sich vorne. Also das ist. Aha, das ist ein Rundkurs, sind aber zwei verschiedene Berge, okay. Naja, vom Profil her nicht ersichtlich, aber scheint so zu sein. Und am Ende gibt es aber dann einen anderen Verlauf. Da wird das Rennen dann ein bisschen leichter am Ende. Okay, wow, das ist also, sorry. Ja, also bitte. Muss es gleich wieder übertreiben. Will nur die Sprintwertung und nichts anderes. Muss es gleich wieder übertreiben. Schickt da 6 Leute nach vorn. Wen hast du denn da mitgenommen noch? Den 46. und den 27. Okay. Bin ich mal gespannt. Lustig wäre es jetzt, wenn du Platz 3 belegst. Classic. Jetzt fahren die zwei auch noch Tempo. Sind die blöd? Sehen die nicht, dass das 6 von einem Team sind? Die fahren jetzt wieder, bis sie kaputt sind. Das muss man erstmal verstehen. Finde ich sehr sympathisch von den beiden. Also. So, jetzt kommt die Sprintwertung. Jetzt schauen wir mal, ob sich das Projekt hier blamiert oder ob es einigermaßen passt. Jetzt kommt Groß hinterher, oder was? Nein, ich habe Tempo gemacht, der ist weggerissen. Ob ich mit Groß jetzt hinterher fahre? So, jetzt schauen wir uns die Sprintwertung an. Wird sich das Team von Miami hier blamieren oder easy die ersten 3 Plätze einfahren? Eieieiei, oioioi, ist mir Platz 3! Nee, Platz 2! Nee, erster. Meinst du? Ich schau mal nach. Nee. Was? Nein, natürlich nicht. Oh. Platz 2 für Contreras. Stark. Du bist jetzt gefahren, als wäre das hier der Zielsprint, ey. Das ist ja der Hammer. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch 4 vorne vom Team und 2 Kanadier. Übrigens, Vollmer hat das Bergtrikot übernommen. Sehr schön. Zwei Punkte hat er geholt, ja.
Ja, hinten fahren jetzt einige Teams nach, das ist ja auch logisch. Da muss ich mich wahrscheinlich jetzt gar nicht kümmern, weil das ja so eine offensichtliche Frechheit ist hier. Aber schön, oder? Also es ist schon auch ein taktischer Move gewesen. Ja, Kannst du jetzt auch mal ein schön. Lob aussprechen. Ja, toll. Bisschen Okay. übertrieben, aber toll. Ja. Wahrscheinlich fahre ich jetzt konträr aus, so müde, dass es am Ende abgeht. Ja, du musst bei dem mal halt aufpassen, aber es ist halt, am Ende ist es wieder so leicht, dass ich da keine Gefahr sehe. Wenn es jetzt so weitergehen würde und vielleicht sogar auf dem Hügel da enden würde, dann ja, aber so sehe ich da kein Problem. Ja, und das ist auch eine relativ lange Etappe. Ja. Frage ist nur, schaffen wir es irgendwie bis zur nächsten Sprintwertung? Ja, auf jeden Fall. Das werdet ihr auf jeden Fall schaffen. Glaubt, da ist hinten jetzt Glaubst auch du? nicht die Interesse. Ja, ich glaube, dass ihr alle drei Sprintwertungen holt. Ja, aber das weiß ich nicht, ob ich das will mit Contreras, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, die Frage ist halt, wie krass die hinten nachfahren. Aber ich finde aktuell, solange ihr es bei 1,5 Minuten halten könnt, ohne dass du jetzt komplett mit Contreras Gas gibst, sehe ich, würde ich da keinen Grund sehen, das nicht zu probieren. Also Es ich geht hole ja euch auch auf jeden darum, Fall dass nicht. Contreras nicht zu müde sein werden darf, weißt du? Ja, das ist die Gefahr, das ist mir schon klar. Aber du kannst halt auch jetzt noch die Bergwertungen mitnehmen. Also ist zwar jetzt nicht mehr Vollmer, aber du kannst ja die dann mit Maris oder so holen. Also ich würde es probieren. Ich glaube nicht, dass du Zeit verlierst. Weil die Etappe ist danach halt echt nicht mehr schwer. Aber die arbeiten nicht mehr, die sind jetzt müde. Ja, die gönnen euch halt auch keinen Vorsprung. Also die fahren halt auch. Also ich würde hier jetzt halt gechillt kontrollieren und euch 3, 4 Minuten weglassen. Aber der Computer macht's halt nicht. Nee. Und mein Ziel ist ja auch, dass ich jetzt nicht alle komplett aus den Schuhen fahre hier, sondern. Ja, klar. Ich meine, du darfst nicht vergessen, die letzten 20 Kilometer werden so oder so richtig Vollgas gefahren. Ob ich das jetzt mache oder nicht, das macht der Computer eh. Ja, aber das Gute ist, dass wir jetzt den Kopecky halt müde machen wieder. Ja, das stimmt. Wo war der eigentlich bei der Etappe davor? Den habe ich auch gar nicht gesehen. So, Andrew August gewinnt, Maris wird Vierter. Und Wright hat jetzt Mühe. Vorsprung steigt wieder auf 2 Minuten. Jetzt kommt gleich wieder der Showdown beim Sprint. Ach nee, die Bergwertung kommt ja erst. Das ist die Oh. Bergwertung. Tja. Oh. Das hat er jetzt verpennt. Hä? Das ist die Was ist Bergwertung. jetzt? Ich habe doch Das gesagt, war es sind jetzt zwei doof. unterschiedliche Berge. Das ist ein Rundkurs und einmal wird der und einmal der andere bepreist. Classic. Jetzt kommt gleich die Sprintwertung. Dann schauen wir mal, ob er diesmal Platz 1 sich holt. Der Ernst ist, der macht Ernst. Da wird er aufpassen. Da kommt er schon. Oh, der ist im Arsch. Der hat kurz angetreten. Jetzt wird Contreras Zweiter. Hinter Maris. War das so gewollt? Nein. Ach Gott. Nur das geht dann immer so schnell. Geile Etappe. Ja, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich habe jetzt zweimal 2 Sekunden geholt. Ja. Also 4. Ja, es sind, klar, hätten 6 sein können, aber ich habe jetzt 4 Sekunden geholt. Das heißt, ich habe jetzt PT gerade in Gesamtwertung überholt. Ja. Und wenn ich es noch in Sprintwertung schaffe, dann kommt Alex Höhn auch noch dazu. Genau. Ich meine, unterm Strich bleibt dir gar nicht viel anderes übrig, weil du wirst auf den Etappen wahrscheinlich im Ziel keine Zeit rausfahren können. Das heißt, du musst irgendwie Na. unterwegs was versuchen. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Nee, und deine, du hast halt 3 oder 4 Fahrer, die sind stärker als Contreras. Und das Ja, heißt halt klar. im Umkehrschluss, dass ich eigentlich nur um Platz 5 fahre
Oder halt bei dir irgendwie ein Helfer ausscheidet. Das sprich, dass ich dich müde mache durch Ja, irgendeine Aktion. ja, ja. Und ich kann halt eigentlich nur, ich fahre halt einfach, um Best of the Rest zu werden. Ja. Und selbst mit einem müden Contreras, glaube ich, kann ich das schaffen, dass ich zeitgleich mit dem Rest ins Ziel komme. Das heißt, es geht nur noch darum, für mich eigentlich jetzt auf der Etappe einen Unterschied zu machen und dann auf der nächsten an den anderen dran zu bleiben, weil da komme ich eh nicht weg, weil du das Rennen komplett auseinanderfahren wirst. So mein Plan. Ja, verstehe ich. Es sind immer noch 103 Kilometer ins Ziel, also es ist schon auch eine brutale Etappe. Ja, die ist echt lang. Wie lang war die denn? Das ist ja richtig krass. Also 182 das oder ist. so, ne? Ja, genau. Jetzt wäre es halt geil, wenn ich noch an diese Sprintwertung rankommen könnte. Ich glaube, Aber wenn das ich schaffst jetzt du. nochmal 2 Sekunden hole Ja, oder ich glaube, drei das sogar, schaffst dann wäre ich Siebter in der Gesamtwertung mit Alex Höhn. du. Ja. Gleich zeitgleich. Mich nervt dieser Oscar Sevilla da vorne. Ja, das ist halt auch sowas, da müssen wir schauen. Vielleicht ist das jetzt das erste Mal, dass wir kollaborieren, weil ich werde dich sowieso nicht gefährden. Und dann geht es halt darum, noch die Konkurrenz zu eliminieren. Ja, Aber ich wahrscheinlich ist müsste. es dir eh egal, weil da dein Team so stark ist, dass es Ja, eh schon mir wurscht ist es ist. egal. Ich müsste mit Weiß halt versuchen, noch 2 Sekunden irgendwie zu holen, aber das ist mir jetzt wurscht. Also, das meine ich, in der jetzigen Konstellation würde das kein Team machen. Oh, das Feld ist gerade ein bisschen gerissen. Oh, wirklich? Es waren noch 32 Fahrer vorne. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da am Schluss noch was passiert. Ja, es war gerade sehr lang gezogen. Wir wissen es ja, Rundkurse sind immer gefährlich. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die Straßen am Ende sind. Das ist ja dann nicht mehr der Rundkurs. Aber schauen wir mal. Also, ihr solltet auf jeden Fall noch zu den zwei Wertungen kommen. Aber guck jetzt, dass du auf jeden Fall die richtige Berg nimmst, ne? Den richtigen Berg. Ja, das ist mir wurscht, die Bergwertung jetzt. Meinst du, dass das. Also ich. Nee, es Da wird eh fahre ich, nicht. also mir geht es um die Sprintwertung für Naja, Contreras, das ist am naja. Ende entscheidender. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Aktion von dir gewesen hier auf der Etappe, muss man sagen. Das ist schon gut. Alle Wertungen mit abgesahnt. Jetzt attackieren die zwei Dödel wieder. Da geht ihr gleich wieder ein. In der Sprint, das Gute ist, in der Sprintwertung können die dann nämlich nicht mehr. Das hat man vorher gesehen. Der Ernst hat kurz angetreten und dann war es vorbei. So, jetzt fliegt Marys weg. Diesmal soll es auf jeden Fall klappen, dass du den Sprint gewinnst mit Contreras. Dann sind es 3 Sekunden. Die anderen beiden sind platt, nehme ich mal an, nach dem Bergsprint. Jetzt ist August platt. Und Contreras, easy. So, jetzt ist das Unterfangen vorbei. Schau mal, was die anderen beiden machen, ob die weiter durchziehen. Wäre so geil, wenn die Etappe gewinnen. Aber dann ist Nee. natürlich so, dass die gewinnen, weil Contreras nicht mehr vorne ist. Muss man natürlich auch realistisch sehen. Also Contreras hat jetzt 7 Bonussekunden gesammelt und das heißt, dass Contreras jetzt zu Alex Höhn auf Platz 7 aufgeschlossen hat.
Aber das Ding ist, die lassen ja die beiden auch nicht weg, weil die haben ja auch bloß eine Minute Rückstand. Du kannst hier mit einer Gruppe nicht durchkommen bei der Rundfahrt, außer du hast wirklich nur Leute. Oh, das Feld. Oh, Uiuiui. Feld ist wieder leicht Ja. gerissen und wir haben auch 7 Seitenwindstärke. Also ja, und jetzt ist der Zug komplett raus aus dem Feld. Ja. Ja, die würden die jetzt wirklich fahren lassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, klar, die Verantwortung im GC gehört ganz allein mir. Die müssten Ja, und theoretisch die sind alles halt mich mir machen lassen. nachgefahren. Contreras war natürlich schon so ein Trigger wahrscheinlich für die. Ja. Jetzt schauen wir uns mal die Bergwertung an in der Zwischenzeit. Also die erste Bergwertung hat Vollmer 2 Punkte geholt. In der zweiten Bergwertung hat August 1 Punkt geholt. In der dritten. Oh nee, jetzt ist dieser Ernst ist jetzt Bergwertungsführender. Gibt's doch nicht. Ist es so? Ah. Oh. Ja, der hat 9 Punkte und ich habe nur 7 mit Vollmer. Oh Mann, ja. Aber es kommt ja noch eine Bergwertung, die wird er auch noch holen. Ja, genau, also der wird jetzt wahrscheinlich die Bergwertung gewinnen, aber es ist okay. Ich wollte ja mit Contreras fahren. Also das Unterfangen mit Contreras für die Bonussekunde hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe aktuell 6 Fahrer unter den Top 12 im GC. Da klingelt die Kasse. Da klingelt die Kasse. Die Ring. Punktekasse. Ja, also das Team von diesem Kopecky, das ist schon wieder hier schön eingereiht, aber die fahren nicht in den Wind. Das mache ich alles. Die wollen noch nicht in den Wind. Ich hoffe, die unterstützen mich irgendwann. Aber die beiden davon dürften ja trotzdem auch schon ziemlich müde sein. Also da besteht eigentlich keine Gefahr, dass die durchkommen. Sehe ich einfach nicht. So, jetzt gibt es nochmal eine Attacke von Vollmer aufs Bergtrikot, das könnte klappen. 4 Kilometer, die beiden sind voll kaputt da vorne. Schaffst du? Die sind komplett kaputt. Alter, wieso ist der mitgefahren? Der soll hinten Tempo machen, spinnt der? Es wird schon wieder eng. Es wird schon wieder eine ganz enge Kiste, aber die schaffst du. Sehr schön. Und damit holt Vollmer das Bergtrikot, oder? Nee, glaube ich nicht. Doch, glaub schon. Der andere holt nichts mehr. Vollmer ist jetzt vorne mit 1 Punkt vor Ernst. Wurde mir gerade mitgeteilt. Ist es? Ja. Nee, Vollmer hat. Doch. Nee, Doch. echt, oder? Ja. Das heißt, Vollmer hat das Bergtrikot. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob die dir nachfahren. Die scheinen mich echt allein zu lassen. Ja, also die beiden kannst du jetzt wohl gewinnen lassen. Ja, aber halt Einen kleinen Sieg kannst, kann, nicht mit nee, aber großem Vorsprung. mit einer Minute, weil die machst du ja sowieso kalt auf der nächsten Etappe. Wieso soll ich die auf der nächsten kalt machen? Das weiß ich doch nicht. Aber ich würde an deiner Stelle warten bis zum Ende, weil du dann eben den Kopecky komplett kaputt fährst.
Wie gesagt, ich fahre nicht wegen Etappe, sondern ich fahre, wenn dann, nur so, dass du nicht mit 2 Minuten oder so ankommst. Nee, das komme ich ja sowieso nicht. Es sind ja nur 1,20. Jetzt fährt halt das Kopecky-Team Aber wieder. taktisch muss ich sagen, da muss ich mich selber loben, Project DY hat auf dieser Etappe abgeliefert. Sehr stark. So muss das sein. Nur Spitzenleistung hier. So, jetzt bringen wir nochmal Getränke. Das wäre jetzt so eine Situation gewesen, da hätte ich dir schön den Doppelsieg geschenkt. Mit ein paar Sekunden Vorsprung. Weil ich bin ja kein Kannibale. Aber Wird das aber nichts, Kopecky-Team wird nichts. möchte das nicht. Ja, ich meine, Das ist ja ist bei der nächsten Etappe könnte das funktionieren tatsächlich. Also die nächste Etappe jetzt, wenn die wirklich so hügelig ist, dann haben die Sprinter kein Interesse und das könnte funktionieren. Ja, ich meine, das Kopecky-Team verstehe ich ja auch, weil die müssen ja nachfahren. Die bleibt ja gar nicht so was übrig. Aber die werden jetzt alleine gelassen. Also keiner hilft denen aktuell. Das ist auch interessant. Wie sieht es mit deiner Power vorne aus mit den beiden? Nicht gut. Nicht gut. Na, ich komme da nie und nimmer an. Ich meine, siehst du 30 Sekunden auf 24, da müsste ich jetzt noch 2 Minuten haben oder so. Ja, die fahren halt jetzt voll und jetzt beginnt ja dann auch die Sprintvorbereitung. Da wird es natürlich schwierig. So, das war's wohl. Massensprint. 119 Fahrer. Das wird ein Massensprint geben. Davon können wir ausgehen. So, das Team ist aber wieder mit voller Mannschaftsstärke da links. Alter, was zieht denn der so rüber? Hundertsechzehn Fahrer noch im Feld, hätte ich nicht gedacht. Dass so viele ankommen? Ja, ist halt am Ende gar nicht mehr selektiv. Jetzt kommt so ein ganz kleiner Hügel, aber das ist Ja, halt aber der überhaupt nicht zählt ja nicht mal, selektiv. der ist nicht mal eingezeichnet. Ja. Aber da könnte über die Kuppe weg, das kennst du ja, da könnte über die Kuppe weg schon immer noch mal ein Riss kommen. Ja, ein Riss wäre ja gut im Feld, das würde mir entgegenkommen. Ja. Ja, das hat selbst da reißt jetzt, glaube ich, nicht, oder? So, jetzt kommen aber die Züge hier links und rechts, Wahnsinn. Oh, das wird schwierig. Bei der Etappe. Jetzt bin ich eingeklemmt. Eieiei. Aber es geht noch. Es geht. Es geht. Pity. Das ist ja krass, was hat, er hat 75 Sprint. Oh, und Sheehan wird Siebter. Na ja, okay. Ja, Damit da ist jetzt die rechnen gab Frage, es ob eine es irgendwo einen Riss Zeitdifferenz. gegeben hat, aber ich glaube nicht, oder?
Ich glaube es nicht. Aber laut, also jetzt in der Anzeige waren 12 Sekunden, aber ich kann es mir nicht Kann es vorstellen. mir auch Wenn, nicht wäre das vorstellen. natürlich. Aber PT ist ja brutal. Also der performt hier halt ab. Also du hast jetzt 3 von 3 Etappen gewonnen. Ja. Nee, kein Zeitriss. Und Contreras ist jetzt Siebter. Ja, PT ist jetzt auf der 5. Das heißt, ich habe jetzt 5 unter den ersten 6. Ja, und jetzt kommt diese komische Etappe. Ja. So, das wird eine sehr, sehr interessante Etappe. Vollmer ist auf jeden Fall vorne im Bergtrikot. Klar, der muss die Punkte holen. Und wir müssen jetzt unglaublich vorsichtig sein, dass uns das nicht entgleitet. Was haben wir für Fahrer vorne? Vollmer ist uninteressant. Der könnte auf jeden Fall das Ding wegen mir gewinnen. Aber die anderen sind halt 49 Sekunden. Die kannst du halt nicht fahren lassen. Weil die Etappe, da muss vorsichtig sein. Sonst entgleitet der plötzlich das ganze GC, Alter. Habe ich echt ein bisschen Angst vor der Etappe. Was ist dein Plan? Willst du uns teilhaben lassen? Viele Stürze? Noch habe ich keinen Plan. Bergtrikot scheint jetzt schon Hast du? fast safe zu sein. Du hast 7 Punkte Vorsprung auf Ernst. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Plan. Hinter, da Einfach wird vorne richtig bleiben im nachgefahren, Feld. Alter. Siehst du, wie die nachfahren schon wieder? Ja, und sehr viele Stürze. Schon wieder zwei Ja, Stürze. Alter, das wäre jetzt natürlich krass, wenn bei mir die ganzen Leute stürzen. Gibt hier keine Sprintwertung mehr. Das ist auch interessant. Hätte man ruhig nochmal dazwischen was einbauen können für die Sekunden. Also ich Oh. glaube, dass bei der Etappe wirklich das Feld reißen wird auch Ich auch. irgendwann. Ich glaub's auch. Ich muss da jetzt echt aufpassen. Oh, da muss man so aufmerksam sein bei der ganzen Geschichte jetzt. Das ist echt krass. Aber die anderen Teams sind auch sehr, sehr aufmerksam. So, wieder alles zusammen. Und Vollmer macht jetzt endgültig alles klar. 19 Punkte, das heißt 10 Punkte vor Ernst Vorsprung. Also die Bergwertung sollte jetzt eigentlich klar sein. Jetzt gibt es die nächste Attacke. Wer ist es? Der rumänische Meister. Den kennt man auch. Vom Namen Ja, zumindest. ja. Alter, was eine Etappe. Das ist schon. Das ist, finde ich, voll anstrengend für mich jetzt gerade, das zu kontrollieren. So vom Gefühl her, weil ich nicht weiß, wann ich wen wegfahren lassen kann und wann nicht. Vollmer müsste jetzt auf jeder Bergwertung gepunktet haben. 3, 5, 8. Ja, das müsste jetzt durch sein mit Vollmer. Ja, das ist durch. Ist auf jeden Fall durch. Boah, das Team DY. Ganz vorne. Da müssen wir doch auch sofort hinterher brausen. Das ist doch ein Bild. Unsere beiden Teams, siehst du das?
Feld ist auf jeden Fall sehr lang gezogen und das wäre natürlich jetzt geil, wenn das reißt. Meine Hoffnung ist einfach, dass ich es schaffe, irgendwie eine Selektion mit Oscar Sevilla herbeizuführen. Ja, das wäre richtig nice, da wäre ich sofort dabei. Und das muss das Ziel sein auf dieser Etappe von uns beiden. Also letztendlich wird da nichts passieren, da wird keiner wegkommen, das ist jetzt schon klar. Ja, denke ich auch. Elf Kilometer nur noch. Das ist echt eine interessante Etappe. 29 Mann vorne. Eieiei, wieder 111. Oh, da bin ich sehr gespannt. Das könnte über den letzten Berg könnte es richtig reißen. Das könnte richtig krass werden noch. So, jetzt schauen wir mal. 28 Mann. Können wir das jetzt halten oder reißt oder führt das wieder zusammen? Das ist die Frage. Ja, keine Chance gegen dich. Du fährst es heim. Aber da gibt es Zeitabstände, oder? Guck dir das mal an, Alter. Die Frage ist, wo ist... Sevilla ist da, 14. zeitgleich. Oh, schade. Schade. Ja, aber da hast du natürlich dominiert. Vier Etappen, meistens auf dem Podium. Da sieht man einfach, was passiert, wenn du mit Abstand die stärksten Fahrer am Start hast. Da hast du halt wirklich ein brutales Aufgebot jetzt geschickt. Ja, ich musste ja antworten nach deinem Tachira-Dings. Da musste ich jetzt mal hier nachschießen. Ja, ich denke, dass du jetzt in der Weltrangliste vorne bist. Ja, muss ich ja. Ich belege ja 5 der ersten 6 Plätze im GC. Ich habe alle Etappen gewonnen. Meistens auch noch, also oft auch noch Zweiter und Dritter geworden. Also da muss ich jetzt vorne liegen. Ja, Petit ist noch an Sevilla vorbei. Das ist natürlich geil. Das ist schon sehr gut. Punktewertung geht an mich, Bergwertung geht an dich, Doppelsieg. Du hast 821 Punkte geholt und ich nur 94. Ja, nice. So muss es sein. Da haben wir jetzt mal ordentlich rasiert.